Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Interview. Heute freue ich mich ganz besonders auf das heutige Thema. Ich habe heute Kendra zu Gast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und magst du dich zu Beginn kurz selber vorstellen? Ja, hallo Julia, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total. Ich bin Kendra, ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, sehr glücklich, habe zwei Kinder und komme aus Bad Oeynhausen. Schön. Du hast im letzten Jahr eine Diagnose bekommen, von der du selbst gesagt hast, dass sie dein komplettes Leben verändert hat. Magst du davon erzählen? Ja, sehr gerne. Ich bin letztes Jahr an Brustkrebs erkrankt und zwar war das im Juni letzten Jahres. Und wie war so dein, als du davon gehört hast, was waren so deine ersten Gefühle und Gedanken? Also ich habe es ja selber gespürt. Ich habe selber den Knoten auch entdeckt unter der Dusche. Und ich wusste schon sofort, okay, da ist irgendwas, was da nicht hingehört, habe mich aber sofort selber beruhigt und habe gesagt, nee, das ist ja ganz, ich habe wieder zu viel Sport gemacht. Und ja, war auch trotzdem sehr nervös und habe auch geweint, weil meine Mama ist an Brustkrebs gestorben vor vielen Jahren. Es sind genau dieses Jahr 20 Jahre. Und da war es so, dass ich nächsten Tag sofort beim Frauenarzt saß. Und der felsenfesten Überzeugung war, da ist nichts. Und er dann ja den Ultraschall gemacht hat und gesagt hat, da ist schon was und ich würde sie gerne zur Mammographie schicken. Ja. Wie alt waren deine Kinder damals? Also letztes Jahr? Genau, Leni war 5 und Philipp war 11. Okay. Und wie ging das dann für dich weiter? Ich hatte dann relativ schnell den Termin bei der Mammographie bekommen. Das war 2 Tage später. Und war immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass ich ja nichts habe, dass ich ja gar nichts haben kann, weil ich lebe ja gesund, ich mache Sport, ich ernähre mich gesund, ne? Das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Und ja, habe dann diese Diagnose bekommen, auch erst nachdem sie dann die Biopsie gemacht haben und ich mich schon gewundert habe, warum machen die jetzt hier eine Biopsie? Naja gut, muss wahrscheinlich so sein. Und ja, dann hat die Ärztin mich dann noch ins Untersuchungszimmer gebeten und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Und ich so, wie es weitergeht? Ja, ich muss Ihnen leider die Diagnose mitteilen, Sie haben Brustkrebs. Und ich so, und dann dachte ich mir nur so, okay, gut, Brustkrebs, ja gut, dann machen wir das jetzt mal kurz raus. Es ist dann ein gutartiger Tumor und dann ist alles gut. Mhm. Ja, und dann sie so, nein, so ist es nicht. Sie haben einen bösartigen Tumor und sehr schmerzend. Okay. So. Was war so deine erste Reaktion darauf, als du das gehört hast? Ja, ich habe wirklich, ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich nicht zusammenbreche. Und bin dann aus dem Arztzimmer raus. Sie hat dann auch noch gesagt, ja, wir sehen uns morgen wieder zu ganz, ganz vielen Untersuchungen. Nehmen Sie sich ganz viel Zeit mit. Okay. Und ich bin nur raus und ich musste in den nächsten Park. Also irgendwie, das war so eine Eingebung. Hier muss jetzt irgendwie ein Park sein, wo ich mich jetzt abreagieren kann, wo ich meinen Gefühlen freien Lauf lasse. Und dann habe ich nur kurz meinen Mann angerufen, habe nichts gesagt. Er wusste schon sofort, was war. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Park gefunden. Ich habe mich auf die erste Bank gesetzt. Ich habe mein Handy in die Hand genommen und ich habe meinen Vater angerufen. Ich habe nur diese Wörter gesagt. Papa, hier ist Kendra. Ich habe Brustkrebs. Und dann bin ich komplett zusammen. Ja. Na, vor allen Dingen halt auch mit deiner Vorgeschichte, ne? Dass es halt deine Mama schon hatte. Ja. Was waren so deine Gedanken in dem Moment? Hast du schon weitergedacht, wie es jetzt weitergeht, wenn du diese Krankheit hast? Und also ich wusste von Anfang an, dass ich alles tun werde, damit ich die Krankheit überlebe. Das war da mein erster Gedanke. Ich wusste die ganze Zeit, ich werde nicht sterben. Ich wusste nicht, warum ich das weiß, aber ich wusste es. Und das hat mir wirklich viel Kraft gegeben dann auch. Und ich war vorher ja so ein absoluter Sportmensch und dann musste ich mich umstellen. Dadurch, dass dann alles sehr, sehr schnell ging dann eben. Und ja, dann habe ich auch angefangen, ein bisschen weiter zu denken. Und hatte vorher überhaupt gar keine Ahnung, was irgendwie, ja, so spirituell so, dass ich mir nur gesagt, ja, die haben voll an einer Klatsche und alles so, ne?
Und das ist überhaupt nicht meins und ich kannte mich überhaupt damit gar nicht aus. Meditieren, das habe ich schon ein bisschen gemacht, aber eben mit diesen ganzen anderen Dingen, außer jetzt Dankbarkeit, das habe ich auch schon vorher gemacht und mir das immer so aufgeschrieben, aber ich habe das einfach nur so, ne? So wie man das so macht, ne? So, Ja. so. Aber es war nicht so dieses, ja, dieses Reale, sagen wir es mal, so dieses Echte, das war es nicht. Hat dir das Kraft gegeben in der Zeit? Sehr Ja. viel. Ja. Sehr viel. Ich muss dazu sagen, ich habe, nachdem wir das, also wir haben es ja den Kindern sehr schnell gesagt, das lag daran, dass ich damals noch sehr jung war, als meine Mutter gestorben ist und meine Geschwister, die wussten beide, dass es zu Ende gehen wird und ich wusste es nicht. Und ich fand es nicht in Ordnung, dass ich das nicht wusste. Und ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte meinen Kindern die Wahrheit sagen. Nicht, dass sie irgendwie in der Schule oder im Kindergarten angesprochen werden von irgendjemand anderem. Ja, was ist denn mit deiner Mama los? Und ja, wie lange ist sie denn noch da? Und das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Ja. Und dann haben wir wirklich den Entschluss uns ja, gefasst, dass wir unseren Kindern die Wahrheit sagen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, mein Sohn ist jetzt 6. Ich glaube, der würde die Tragweite dessen noch gar nicht richtig erfassen können, wahrscheinlich. Wie war das bei dir? Also der Große schon, der weiß Ja. ja auch, wir wissen ja beide, dass ihre Oma an Brustkrebs auch gestorben ist, das wissen auch beide. Und da haben wir auch nie ein Geheimnis drum gemacht. Und ja, der erste Satz, den Philipp sagte, als ich gesagt habe, ich habe Brustkrebs, war, Mama, wirst du sterben. Von Leni, die hat mich nur angeguckt und hat dann gefragt, bekommst du dann ein Pflaster? Ja, wie Kinder halt sind, ne? genau, ja, könnte schon sein. Ja, das will ich dann aber nicht sehen. Ich sage, so, ist okay. Aber ich finde es, also zum einen finde ich sehr, sehr mutig, dass du deine Kinder damit einbezogen hast, aber ich glaube auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und wie hat sich das dann weiter für dich entwickelt? Sowohl der Krankheitsverlauf als auch, du sagst, es hat auch viel mit dir selbst gemacht, dass du in dieser Zeit halt auch zur Spiritualität, sagen wir mal so, gefunden hast. Wie verlief das dann für dich weiter? Von, wir waren vorhin am Anfang, dass du halt wirklich sehr, sehr verzweifelt warst, dass du wusstest, du wirst nicht sterben, aber du warst schon sehr, ne, traurig und verzweifelt. Ich hatte das große Glück, dadurch, dass ich ja aus dem Network-Marketing-Bereich komme, hatte ich eine wundervolle Kundin an der Hand und sie hat mir nur geschrieben, Kendra, bist du offen für Neues? Und dann habe ich gesagt, klar, immer alles, gib her. Was hast du denn? Und sie hat zu mir gesagt, können wir telefonieren? Hast du dann und dann Zeit? Und ich habe gesagt, ist so, ja, habe ich. Was los? Und dann haben wir einen Termin vereinbart. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich kann dir helfen. Ich kann dir vielleicht helfen. Du weißt aber nicht, wo dieser Weg hingehen wird. Das war Conny. Das ist für mich neben meiner Familie der wichtigste Mensch auf der Welt. Sonst wäre ich nicht hier. Also das kann ich ganz offen ehrlich sagen auch. Ich verdanke ihr wirklich auch mein Leben. Und bei ihr war es so, dass sie gesagt hat, wir gehen jetzt mal zurück. Und ich glaube, dass bei dir eine Seelenerdung gemacht werden muss. Ich wusste überhaupt gar nicht, was das ist. Und ich dachte, ja, okay, gut, machen wir. Und dann hat sie mich so ein bisschen gefragt und sie hat mich auch um meinen damaligen Unfall, was ja kein Unfall war, gefragt. Also ich bin vor, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich bin vor 20 Jahren hatte ich einen Unfall, der kein Unfall war. Ich habe 20 Jahre dieses Geheimnisfass mit mir rumgetragen. Und also ich habe das gespürt, dass meine Mutter sterben wird. Und ich hatte so ein inniges Verhältnis zu meiner Mama und zu meinem Vater eben nicht. Meine Geschwister sind beide 5 und 8 Jahre älter als ich. Und ich wollte nicht mehr leben. Und ich habe den Entschluss gefasst, okay, wenn ich das schaffe und ich genommen werde, dann kann Mama hier auf der Erde bleiben. Ich gehe. Ja? Und ich habe mich auf die Straße gelegt und habe mich überfahren lassen. Und ich habe das niemandem gesagt, bis letztes Jahr. Und bei Conny hatte ich so eine Verbindung, ich hatte wirklich so eine Verbindung, jetzt kommen mir gerade die Tränen. Ich habe auch Gänsehaut. Ja.
dass ich ihr sofort die Wahrheit gesagt habe, ohne dass wir uns jetzt irgendwie besser so kennen. Also es ist wirklich so wie so eine Seelenverwandte, weißt du? Und ich habe ihr alles gesagt, ich habe ihr alles wirklich von A bis Z gesagt und dann haben wir diese Seelenerdung gemacht und dann hat sie zu mir gesagt, Kendra, es sind Seelenanteile aus deinem Körper raus. Die Seele, die konnte das nicht verkraften, dass du hast versucht, dir das Leben zu nehmen. Und dass deine Mama gestorben ist, die Seelenanteile, die sind nicht mehr bei dir. Du bist nicht mehr der Mensch, den du mal warst. Und deswegen bist du krank geworden. Und da habe ich nur gedacht, okay. Aber ich hatte so ein Vertrauen und ich habe zu ihr gesagt, ja, dann arbeite mit mir. Dann arbeite bitte mit mir und tu alles damit, ja, damit es mir besser geht. Und es ging mir wirklich von Tag zu Tag besser. Und ich habe Conny gefragt, Conny, was meinst du? Soll ich das alles machen? Soll ich die Chemotherapie machen? Soll ich die OP machen? Soll ich die Bestrahlung machen? Und dann hat sie zu mir gesagt, überleg es dir gut. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, ich mache diese ganzen Therapien meiner Familie zuliebe und meinem Vater zuliebe, damit ich irgendwann nachher sagen kann, ach, hetzte man. Ich wusste von vornherein schon sehr früh, dass ich gesund bin. Ja. Auch wenn der Tumor noch da war, auch wenn er noch zu spüren war. Aber für mich selber wusste ich, ich bin geheilt. Ich habe mich selber geheilt. Ja. Wow. Wunderschön berührend. Und auch total logisch auf einer gewissen Ebene. Ne? Ja. Dass sich da Teile deiner Seele einfach abgespalten haben und dass dann logisch ist, wenn du nicht mehr ganz bist, dass du auch krank wirst. Ja. Und was hat diese Arbeit mit deiner Freundin Conny mit dir gemacht, außer dass du gesund geworden bist? Aber es hat ja bestimmt auch was mit deinem Wesen gemacht, deine Ansichten auch zu deinem Leben verändert. Also ich war wirklich, seitdem ich mit Conny die Arbeit begonnen habe und wir arbeiten wirklich tagtäglich immer noch zusammen, sehr eng auch und bald auch gemeinsam. Und es ist unglaublich, was mit mir passiert ist, weil ich habe wirklich zu mir selber gefunden. Ich weiß noch ganz genau, das war, ich bin immer in die Chemotherapien reingegangen oder auch egal, wo ich war, egal bei welchem Arzt, egal, ob ich im Krankenhaus war, ich hatte nur die wundervollsten Menschen um mich herum. Und ich habe denen so vertraut und ich habe denen wirklich ja, mein Leben in die Hand gegeben und habe gesagt, ich vertraue euch, ich weiß, dass alles gut wird. Und deswegen hatte ich diese ganzen Sachen nicht, diese ganzen Nebenwirkungen, die so viele Frauen haben, weil sie daraus und ich bin da nie so reingegangen. Ich habe nicht einmal gesagt, Krebs ist ein Arschloch. Ich habe nicht einmal gesagt, fuck you, Cancer oder so. Nicht ein einziges Mal, seitdem ich diese Diagnose hatte. Und ich wusste damals noch nicht, warum, aber mittlerweile weiß ich, weil der Krebs hat mir mein Leben gerettet. Ich weiß nicht, wo sonst. Klar, ich war eine liebevolle Mama, ich habe mitten im Leben gestanden, aber ich war nicht ich. Ich war nicht ich. Also ich habe wirklich durch den Krebs und vor allem dann, als ich keine Haare mehr hatte und vorher auch so das Thema Selbstliebe überhaupt nicht meins war und ich mich auch nicht lieben konnte richtig und mich auch nicht akzeptiert habe, so wie ich bin, habe ich mich echt vor dem Spiegel gestanden, habe die Augen geschlossen und habe die Augen wieder aufgemacht und habe mich gesehen ohne meine Haare und habe mich wirklich in mich selber verliebt. Das war der wunderschönste Augenblick. Wirklich. Ich hatte keine Haare, ich habe nur diese riesen Augen gesehen, diese Strahlen darin und habe nur gedacht, herzlich willkommen auf der neuen Welt. Also wirklich. Oh, so schön. Wow. Also ich habe Bilder von dir gesehen ohne Haare und du sahst wirklich wunderschön aus. Ja, und ich glaube, das ist nicht nur, weil du ein schöner Mensch bist, sondern wenn die Ausstrahlung dahinter halt auch einfach passt. Mhm. Und ich habe das schon so oft gehört, dass wenn man nicht aktiv gegen den Krebs ankämpft oder ihn als Feind sieht, dass das ganz viel zur Heilung einfach beiträgt. Ich sage auch immer, wenn man gegen irgendwas ankämpft, das kostet ja auch Energie. Ja. Und diese Energie hast du ja aber auch für deine Heilung gebraucht. Ja. Wow. Wunderschöne Geschichte und sehr, sehr berührend und bewegend. Sehr toll. Und in unseren Gesprächen im Vorfeld hast du mir erzählt, dass du jetzt mitwirkst bei Lebensheldin. Magst du noch ein bisschen was über Lebensheldin erzählen? Ja, sehr gerne. Also ich bin zu Lebensheldin gekommen, die haben mich über Instagram gefunden.
Und dadurch, dass ich ja auch vielen Frauen eben Mut gegeben habe, dass der Krebs nichts Schlechtes ist und dass du vielleicht einfach mal hinter die Fassade schauen sollst, das hat nicht nur mit Krebs zu tun, sondern mit jeglicher Krankheit eben auch, dass du eben ganz, ganz viel selber machen kannst und diese Selbstheilungskräfte eben auch aktivieren kannst. Und sind die Lebensheldinnen auf mich gestoßen und haben auch wirklich, wir haben nur kurz geschrieben per Instagram und dann haben sie mich auch schon angerufen, die wundervolle Silke, und sie hat dann gefragt, ja, hast du Lust, in 2 Wochen an einem Healing-Wochenende teilzunehmen? Und ich so, hä, wie jetzt? Und sie so, ja. Und ich so, wow, ja, total gerne. Und ich war die ganze Zeit sowieso, also ich bin ja total auf Social Media aktiv, ich liebe Social Media. Und immer, wenn wir gerade irgendwie zu einer zum Meeting runtergegangen sind oder zu irgendeiner Anwendung, hatte ich immer mein Handy und dann war und habe mal eben gerade alles so auf Instagram oder Facebook gepostet. Und die haben immer gesagt, was machst du denn da? Und ich habe gesagt, ja, ich poste hier gerade, als wir hier so sind, was wir machen. Und dann haben sie mich zum Ende der Reise, dann haben sie mich gefragt, ob ich das Gesicht werden möchte für die Social-Media-Arbeit. Und ob ich eben Lebensheldin gern vertreten möchte. Und ich so, ja, total gerne und es ist mir eine Ehre. Und ja, jetzt bin ich seit letztes Jahr November Teammitglied von den Lebensheldinnen und wir haben auch dieses Wochenende unser erstes Team-Meeting, also ein komplettes Wochenende, wo ich dann auch, Lebensheldin ist noch größer geworden und wo es ganz, ganz viele Menschen gibt, die Lebensheldin unterstützt. Also Lebensheldin steht eben für die Frauen nach Brustkrebs, nach der Diagnose. Wenn auch der Heilungsprozess schon ein bisschen fortgeschritten ist vor allem und die möchten eben so viele Frauen wie möglich ein Healing-Wochenende ermöglichen und das wird eben aus Spenden Genau, und deswegen werden wir auf jeden Fall Lebensheldin unten in der Infobox verlinken, dass ihr da gerne mal vorbeiguckt. Magst du noch kurz erzählen, was du bei deinem Healing-Wochenende so gemacht hast? Wir haben Yoga gemacht, also das war erstmal richtig schön, Yoga und auch Meditation vor allem. Wir haben aber auch so Glaubenssätze gemacht, also eben verschiedene Glaubenssätze einfach mal umkehren und auch dieses Storytelling, also nicht, ja, ich bin Kendra, ich bin 38 Jahre alt, ich habe die Diagnose Brustkrebs, also nicht dieses, was man so denkt, diese Selbsthilfegruppe oder so, wo schon dachten, wow, nein, da gehe ich nicht hin. Sondern wirklich ganz, ganz wundervolle Menschen kennengelernt und ja, dieser Austausch, der so immens wichtig ist und dieses Beisammensein, zusammen auch in die Sauna gehen, zusammen ins Schwimmbad, ohne dass wir uns kennen und diese Verbundenheit einfach so zu spüren untereinander, weil wir ja alle das gleiche Schicksal in diesem Sinne haben und ja, es ist das Wichtigste wirklich nicht nur über Brustkrebs generell, über alle Krankheiten zu sprechen und sich nicht irgendwie einzuschließen und zu sagen, ich mache das mit mir selber aus, weil das funktioniert nicht. Wunderschön, diese Offenheit, ne? Und das ja, sollte auch in vielen anderen Lebensbereichen viel mehr gegeben sein. Super, super schön. Wir werden auch die Social Media Accounts von Lebensheldin und natürlich deine eigenen und in der Infobox verlinken, weil du teilst ja vieles aus deinem Leben so wunderschön. Ach, heute, ich habe heute erst wieder gelesen, dass du, man liest das so und denkt so, da kommt so ein Energieschwall und der reißt einen so mit und man denkt so, ja, jetzt bin ich motiviert, jetzt habe ich einen schönen Tag. Das ist so, so schön. Und wenn man überlegt, dass deine Diagnose noch gar nicht so viele Monate her ist und was du daraus gemacht hast, das ist sehr, sehr inspirierend und ich danke dir sehr, dass du das heute mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ich hoffe, dass euch dieses Video wieder gefallen hat, das Interview gefallen hat. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare zu lesen. Vielleicht habt ihr auch was ihr Kendra gerne sagen wollt, dann könnt ihr es jetzt gerne in den Kommentaren tun. Und ihr findet, wie gesagt, ihre Social-Media-Kanäle unten in der Infobox. Da könnt ihr ihr gerne folgen, wenn euch das jetzt hier gefallen hat und sie euch sympathisch ist. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.